Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge House Flipper, dem Heimwerker-Simulator. Heute habe ich ja gesagt, wir werden uns mal darum kümmern, was denn das besagte Schwierigkeitsgrad des Montierens angeht. Und dementsprechend habe ich den Raum jetzt hier soweit fertig gestrichen in, was hatten wir, gelb? Gelb, ja. Und habe auch schon mal, weil es doch ein bisschen langweilig ist, meiner Meinung nach, habe das Schlafzimmer mal gestrichen. Das Schlafzimmer ist ein bisschen grenzwertig. Ich wollte mal so ein bisschen was auf gewagt machen. Rot, wo das Bett hinkommt und dann Königsblau mit einem blauen Teppich. Teppichauswahl ist halt nicht so gegeben. Es gibt halt nur drei. Da ist halt so, meh. Und Bodenfliesen im Schlafzimmer? Ja, in meinem Hotelzimmer hatte ich das, ja. Aber muss normal nicht so unbedingt sein. Von daher habe ich es jetzt mal mit Teppich gemacht, ganz klassisch. Und jetzt wollen wir mal gucken hier. Nehmen wir uns hier mal den Heizkörper. So. Montieren. Ach, guck mal. Könnte man, das probieren wir gleich mal bei der zweiten Heizung aus. Ja, das probieren wir mal bei der zweiten Heizung aus. Das würde mich mal interessieren. So. Wenn wir jetzt nämlich hier. Ah, guck. Also, wenn ihr irgendwas vorher schon falsch antatscht, dann funktioniert es nicht richtig. Okay. Muss aber ganz ehrlich gestehen, wenn man weiß, so wie ich jetzt, wenn man weiß, wo die Punkte sind, ist es einfach. Dann ist es echt ein. Wann kann man denn hier mal diese. Nee. Ich frage mich, ob es mal Räume gibt, wo man wirklich die große Heizung benutzen kann. Weil bis jetzt waren es immer nur die kleinen Heizkörper, ne? Ich habe jetzt hier. Da war keiner, ne? Hab's hier nicht gesehen, ne? Ich würde hier nirgends einen großen Heizkörper hinsetzen. Bei so einem Doppelfenster, da würde ich das machen, aber. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja, oh, da muss unbedingt so ein Fenster hin. So. Da ist Anschluss für. Fernseher. Müssen wir mal kurz gucken. Gibt es hier sowas wie Wohnzimmerausstattung? Wandlampen? TV? Ja, hier müsste auf jeden Fall ein Sofa müsste hier rein. Damit fangen wir an, weil das ist immer den Grundstein. Erstmal ein Sofa. Ich hätte gesagt, wir nehmen hier so ein Ecksofa. Ja. In. Ah, wir könnten Kontrast nehmen, ne? Wir könnten himmelblaues Leder, wir könnten auch so, Leder. Na komm, wir nehmen rotes Leder. Beine in schwarz und das nehmen wir auch in schwarz. So, gucken. Können wir. Ja, es ist blöd mit dem. Ja, muss ein Stück zurück. Das ist eigentlich doof. Hier sind die Fernsehanschlüsse. Vor allen Dingen da einer und da einer. Und da ist direkt eine Heizung. Das ist eigentlich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die Anschlüsse der Heizung sind. Also ich hätte. Nee, das gefällt mir nicht. Also davon abgesehen, dass die zu weit vorne steht. Und wir die ruhig noch ein bisschen nach hinten stellen können. Aber man sitzt hier und dann müsste man ja hier so. Das sieht irgendwie mistig aus. Weil wenn wir jetzt hier TV. Das wäre ja dann quasi der. Und dann hier so, hier müsste der auf so einem Tisch stehen. Das ist. Gibt's da nicht Tische, TV? Da gab's da nicht auch so T. Nee. Kaffeetisch. Nee, Moment, das war gar keine Tisch, das war bei den. Sonstiges? Nein, bei. Wo war denn das noch? Da.
Aber wenn wir jetzt hier, es gab doch mal diese TV-Schränke, wo sind die denn? Da, modernes TV-Regal zum Beispiel. Nur mal so als Beispiel. Dann nehmen wir das in so einem Kirschholz mit. Mit Kirschholz? Nee. Achso, das ist die Platte oben. Doch, nehmen wir Kirschholz mit Kirschholz. So. Okay, das ist. ist ein bisschen zu groß. Eieieiei, da muss doch was Kleineres geben. Hier TV-Schrank Anna zum Beispiel. Ja, guck mal an, das passt doch. Und wenn wir den jetzt. So, man soll ja noch an die Heizung kommen dahinter. Joa, kann man machen. Oh, da steigt das Ganze. Fernseher wollten sie? Der oben will keinen Fernseher. Okay. Na gut, du brauchst ja auch nicht unbedingt einen Fernseher. Wenn er keinen will, dann soll er auch keinen kriegen. Survival, da kommen wir später zu. Da müssen wir eben jetzt. Gab es doch noch dieses obligatorische, ne? Unser. Da, genau. Das Regal, was nirgendwo fehlen darf. Passt das denn in. Ja, das passt. So, ich hätte das nämlich gerne. So. Ja. Ja. Dann machen wir mal kurz hier. Sind das die? Schmaler Vorgang in. Gibt es hier sowas? Ja. Passt der davor? Passt davor. Cool. Also ich muss schon sagen, dieses Montieren, ohne dass er quasi anzeigt, was gemacht werden muss. Ja. Ich glaube, das ist am Anfang, wenn man das Spiel ganz neu startet und das von Anfang an spielt, ich glaube, dann ist das viel einfacher. Also, nee, nicht einfacher, dann ist es, hat es einen Reiz. Aber wenn man einmal, sage ich jetzt mal, alles montiert hat, was es so gibt, und ich würde behaupten, bis jetzt haben wir fast alles montiert, was es gibt. Ist es wiederum nicht mehr. Ah, das ist der Reiz nicht mehr ganz so da, weil wir wissen ja, was es gibt, wo es das gibt und wie das muss. Und von daher, ja, ist für uns da der Reiz nicht so da, ne? Schwarz, weiß, weiß. Jo. Ne, Moment, andersrum, oder? Nee, war richtig. Nee, war. Doch, so rum ist richtig. Kommt man nämlich rein, dann kann man da seine Jacke aufhängen, das passt. Dann hat man da noch ein Regal. Sag mal, wirkt der Raum? Der Raum wirkt irgendwie schief. Oder. Hä? Ganz komisch. Irgendwie wirkt das alles ein bisschen schief. Garderobe, Kommode, Bücherregal. So. Nee. Das Problem ist, wir haben hier halt nicht so. Den Platz gegeben, ne? Also, der Raum wirkt doch. Auf den ersten Blick sah das Wohnzimmer so aus, so, boah, was soll man denn da alles machen? Aber jetzt auf dem zweiten Blick. Wirkt das Wohnzimmer nicht wirklich brauchbar. Ich meine, klar, die ganzen Leute, die da jetzt sind, die wollen natürlich alle, dass wir den Keller ausstatten. Die sind ja eigentlich eher hier wegen dem.
Survival-Raum und nicht wegen der Wohnung. Das muss man auch ganz klar mal so sagen. Tische. Das ist doch einer von den neuen, oder? Aber den gibt's nur in Arbeitsplatte. Holz. Guck mal, den können wir schon mal nicht mehr passend in Kirschholz kriegen. Können wir den in Kirschholz kriegen? Ja. Sekunde. Moment. Ach, jetzt komm. Ja, so. Wo war ich denn geblieben? Ach ja. Entschuldigt bitte, da gehe ich dann, rufe ich gleich zurück. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich. Ich mag das Telefon nicht. Ach so, Wanddeko. Also sonstiges hier. Zack. So, die machen wir. Oh, gelb. Hä, können wir die da nicht reinstellen? Doch. So, Lampen. Das war's. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Blödes Telefon bringt mich immer durcheinander. Lampen. Stimmt. Wir hätten auch noch Paneele. Ich vergesse die Paneele. Das Wohnzimmer hätten wir auch mit Paneele machen können. Egal, jetzt ändere ich das nicht mehr. Ja. Ja, so machen wir es. So. Mhm. Das sieht gut aus. Bücherregal haben wir hier. Hier muss auf jeden Fall auch noch eine Lampe hin. Die Deckenlampe. So. Erstmal jetzt wieder hier sammeln und wieder reinkommen. Stahl, Kupfer, Stahl. So, dann hängen wir nämlich noch eine dahin. Na, ja, das passt. Das ist gut. So. Deko gleich noch ein bisschen. Dann haben wir das fertig. Ich werde das Schlafzimmer auch so einrichten. Wir werden beim nächsten Mal im Bunker weitermachen. Ich werde hier noch ein bisschen Deko verteilen und sowas. Das mache ich gleich alles so. Gerade Bilder und sowas. Pflanzen. Moment, das ist die falsche. Hallo? Hallo? Ist das so eine Boden... Oh ja, das ist eine Bodenfläche. Ach, cool. Kann ich die auch... Ja. Mhm. Nee, da wie gesagt, da machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter dann mit dem Bunker. Ich werde das Schlafzimmer so einrichten, weil ein bisschen Bett hinstellen, ein bisschen Deko, ein bisschen Schrank. Kennen wir. Ne? Und dann werden wir beim Bunker weitermachen, dass wir dann nämlich Richtung Verkaufstour kommen, dass die Leute, ja, dass wir das an den Haus starten. Da gibt es ja noch viel zu tun. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen für die heutige Folge zum Ende. Das soll es gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.